Herzlich willkommen im Kinderhaus Arche Noah des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. Unser Kinderhaus umfasst 7 Gruppen für bis zu 115 Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren. Unsere konzeptionellen Schwerpunkte sind die Maria Montessori-Pädagogik nach dem Grundsatz »Hilf mir, es selbst zu tun«. Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Deshalb unterstützen wir die Kinder dabei, ihre Sprache zu entwickeln und fördern so ihre Ausdrucksfähigkeit. Inklusion erleben die Kinder jeden Tag auf der Basis des christlichen Menschenbildes, in der ganzen Vielfalt der Lebenswelten. Die unterschiedlichen Kulturen und Bedürfnisse werden in den Alltag eingebunden. Nun laden wir Sie zu einem virtuellen Rundgang in unserem Haus ein. In der Känguru- und Krokodilgruppe werden Kinder von 1 bis 3 Jahren von 7.30 Uhr bis spätestens um 14 Uhr betreut. Im U3-Bereich befinden sich 10 Kinder in jeder Gruppe. In der Eingewöhnungsphase werden die Kinder noch einige Zeit, je nach Bedürfnis des Kindes, von den Eltern begleitet. Die Bringzeit endet im gesamten Kinderhaus um 9 Uhr. Nach dem Morgenkreis wird dann gefrühstückt. In den Kleinkindgruppen bringen die Eltern im wöchentlichen Wechsel Lebensmittel für das Frühstück mit. Nach einer weiteren Freispielzeit im Gruppenraum dürfen sich die Kinder im Garten austoben. Nach dem gemeinsamen Müsli-Vesper folgt der Mittagsschlaf. Eine weitere Gruppe im Kleinkindbereich sind die Eisbären. Hier werden Kinder von 1 bis 3 Jahren ganztags betreut. Ein warmes Mittagessen wird hier täglich geliefert. Nach dem Mittagsschlaf gibt es außerdem ein Obstvesper. Gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Spazieren, kreatives Gestalten, Singtreffen oder Bewegungsangebote werden neben den festen Ritualen ebenfalls in allen Kleinkindgruppen angeboten. In der Giraffen- und Koala-Gruppe werden jeweils 22 Kinder von 3 bis 6 Jahren von 7.30 Uhr bis spätestens um 14 Uhr betreut. Nach dem Morgenkreis essen die Kinder ihr mitgebrachtes Vesper. Neben dem Freispiel im Gruppenraum finden auch in den Ü3-Gruppen regelmäßig verschiedene Angebote statt. Außerdem werden nach der Gartenzeit im Mittagskreis aktuelle Themen besprochen, Lieder gesungen, Finger- oder Kreisspiele gespielt. In der Eulen- und Pinguin-Gruppe besuchen die Kinder von 3 bis 6 Jahren das Kinderhaus ganztags. Wie in der Eisbärengruppe wird auch hier täglich ein warmes Mittagessen angeboten. Nach der Entspannungszeit gibt es ein gemeinsames Obstvesper. Wöchentliche Angebote und Ausflüge finden außerdem für unsere Schlaufüchse statt. So heißen die Schulanfänger bei uns im Kinderhaus. Neben den Gruppenräumen stehen den Kindern verschiedene Funktionsräume zur Verfügung. Im Sandraum haben die Kinder durch Schütten, Fühlen und Experimentieren mit dem Material Sand die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Im Atelier können die Kinder zu kleinen Künstlern werden. Ihnen stehen Kleber, Schere, Farben, Naturmaterialien, Papier und viele andere Dinge zur Verfügung, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Bewegungsraum können sich die Kinder beim Klettern, Springen, Balancieren, Werfen und bei gemeinsamen Bewegungsspielen austoben. Hämmern, Sägen, Schleifen und Feilen. In der neu eingerichteten Kinderwerkstatt können die Kinder tolle Werke aus verschiedenen Materialien herstellen.
Den Kindern steht außerdem ein großzügiger Gartenbereich zur Verfügung, der viele Möglichkeiten zur Bewegung und Naturerfahrung an der frischen Luft bietet. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude bei unserem Rundgang und wir würden uns freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.